Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Gemeine Rare am Samstagmorgen zusammen mit dem Philipp. Einen wunderschönen Moin, na, wie geht's? So, wir haben es geschafft, Leute, wir haben es geschafft. Der Rode ist wieder am Arbeiten. Er ist draußen aus dem Wassergraben. Nach viel harter, wenig Arbeit. Ja. Ich denke schon wieder drin. Vermatscht. Okay, du hast den schon jetzt da. Ich glaube, du wirst wieder rauskommen. Meine Verachtung. Och Mann. Ey. Macht wie wir vorhin Vorgewinde. Ich helfe, dieses Allrad bringt halt nichts, ne? Nee, obwohl eigentlich hinten schwer ist, aber gut. Ja. Och Mann. Nein, kann man nichts machen, ist so, wie es ist. Aber wir können Radio machen. Aha. So, ich hole mir jetzt gleich mal den wunderschönen hellblauen Anhänger von drüben, damit ich da ein bisschen mehr hinten dran hängen habe, damit ich nicht wieder 15 Minuten zum Abfahren, zum Wegfahren hier fahren muss. Oha, ich habe jetzt einfach mal aus Lust und Laune Landwirtsradio angeschmissen, ne? Ja. Komm ja von Controller grün. Ja, hallo? Ja. Da gibt's ein Problem. Im Radio oder im mit dem Kartoffelernter? Kartoffelernter. Kartoffelernter. Ich krieg den da nicht mehr raus, ne? Trotz Johnny. Bin da mit 50 Grad gegengeknallt, ne? Also. Hat sich nicht bewegt, oder? Kein Millimeter. Warte, ich steig mal ein und gib rückwärts Gas. Der müsste eigentlich wieder raus. Die sperren rein und Knallgas, da rührt sich nichts. Also wenn ich die Hilfe brauche, soll ich kommen? Ich habe kein Problem, ich kann so kommen. Ich habe ihn aufgehoben. Ich hänge unten drin, ne? Ich schiebe ihn jetzt raus. Ohne Albert. Es wird spannend. Meine Damen und Herren, es wird noch spannend. So, fangen wir hier. Ich schiebe gerade hin. Was? Nur muss man den Schaden. Das ist schon wieder voll, ich kümmere mich gleich darum. Ich kümmere mich um den Kategorien, Alter. Oh, wir sind drin im dicken Teil. Alter, das ist schon anderes Kaliber. Johnny? Ja. Bin schon unterwegs mit dem LKW. Hm. Du kannst den Johnny ruhig haben für dich. Der Johnny ist schon ein anderes Kaliber, ne? Ja. Sieht schon besser als der Fendt. Aber ich will doch 2005 PS. Andere Reifen, Kunststoff, andere Dinge und dann ist Gold. So. Kannst du nicht lieber den Johnny nehmen? Er braucht Stunden, Alter. Krieg ich das Anhänger-Symbol? Ich weiß aber. Ja. Aha. Nicht richtig zu Kurven reingefahren, das geht einmal gar nicht. Halt doch, du Schmachs. Mann, er hat mich beleidigt, Mutti. Er hat auf Band. Ha! So, man kann ja eigentlich hier gerade durchfahren, ne? Ja. Ist es legal, mit zwei Dreiachsen hintereinander dran zu fahren? Ja, ne? Oder? Nein, zwei Achsen wären legal. Mit drei Achsen wird grenzwertig. Ja, ich hab's auch mal gesagt. Was eine Genehmigung geht. Die haben wir auch. Ich hab die Rundumläufe an, also die haben sie. Ach ja, da war ja was, die Rundumleuchten. Ja. Aber ich glaube, wenn man so einen langen Anhänger dran hat, ich glaube, das sollte man sie auch anmachen, oder? Der hat ja hinten auch noch Rundumleuchten dran, der Hänger, also das geht schon. Das war's. Also ich fahre momentan. Es ist ein bisschen wackelig hier drin, ne? Also, ja, Graben entlang ist ein bisschen arg wackelig. Ich überhole gerade ein Auto mit 65 km/h Innenortschaft. Ich glaube, ich hätte geblitzt. Ich würde, werde ge... Warte, deutsche Sprache schwierig. Hallo? Ich würde geblitzt worden sein. Ja, was gibt's? Ich steck fest mit dem Grimmel, nicht im Wasser. Im Acker, ne? Also. Wir haben kein Reha drauf. Wie? Oh, Bodenwelle.
eine krasse Bodenwelle. Ja. Kommt da. Oh, hier ist ein Eingang zu Feld 4. Auto. Ich habe nur einen Eingang zu Feld 4 gefunden bei unserer Kuhwiese. Geil. Jetzt muss ich wieder beschleunigen auch. Und Mann. Leute, ruhiger. Ist mir egal, ob jetzt was kommt. Hey, jetzt sind vorbei. Hochgeschossen. Jo. Ich bin vorbei. Oh, ich komme kein Auto. Halleluja. Hier geht's doch jetzt gleich irgendwo rechts runter, ne? Hier geht's rechts runter. Upp. Oh Gott. Ja, zum Glück haben wir keine 50-Störung. Was? Ich kann ihn eigentlich hier oben stehen lassen, weil wenn ich wieder hier oben bin, bin ich eh fast voll. So. Drescher. Arwin. Och, weiter geht's hier mit der wunderschönen Maisende. Aber wir müssen mal wieder häckseln, ne? Oh ja. Oh. Herrlich. Man muss schon sagen, wir machen schon wirklich Geld hier, ne? Aber man muss sagen, unsere nächste Investition würde ich sagen, fällt, oder? Eindeutig fällt bei 4. Fahrzeug. Bei fahrzeugtechnisch sind wir so gut aufgestellt, da brauchen wir momentan. Naja, Sebis Fendt wäre halt auch noch eine Investition. Also Sebis neuer Traktor halt. Ja, aber ich glaube, der will doch gar keinen haben, oder nicht? Investition. Aber er sagt, er ist zufrieden mit seinem Fendt, also. Ja. Ich würde ihm widersprechen, ne? Also, es kommt zugunsten von uns, Flo. Ja. Also, ich würde mal sagen, wir suchen uns ein Feld raus, was. Die Felder sind alle hier relativ schön groß. Aber ich würde mal sagen, so bei uns. Feld 44. Feld 8. Warte, 44. Feld 36. Boah, ich hab's. Feld 36. 670.000 kommt, das schaff mal. Nur? Weil auf Dorf Bergmann würde es halt über 1 Million kosten. Also die Preise? Boah, gut, ne? Aber es hat auch einen Grünstreifen. Es ist die und außerdem, es ist auch die Rade. Also wir müssen diesen minimalistischen Preis ausnutzen. Oh, ich hab's. Also? Feld 39. Also, Feld 39. Ganz rechts unten. Bei Feld 36. Gegenüber, rechts. Das ist ein Doppelfeld, ne? Jetzt einfach so mitten durch Grünstreifen. Oder so Grünstreifenbäume. Und auf der anderen Seite geht es. Kauf steht vielleicht das Feld 46 oh, oben bei Feld 30 von uns. Aber nicht das. Ja. Oh! Ich donner hier ja mit 25 über den Kartoffelacker. Haben wir es nicht angeschalten? Nee, ich bin voll. Das ist dann wieder eine andere Geschichte. So kann das Ding keine 80 laufen, ne? Du hast was geschafft, du wolltest nur noch bis bei der Hälfte. Jetzt hast du über die Hälfte. 3, 2. Ey, der Zuckerrüben voll Dingsens ist schon wieder voll, ne? Ey, das wird Zeit. Ach, wir wollen den Zuckerrüben Vollleiter kaufen, ne? Mhm. Der schaut irgendwie voll aus. Ist auch. Flo, gehst du vielleicht bitte zum Ding? Ja, mach ich. Ich bin gleich am Ende von der Bahn der Tanke. Ich klemme meinen Drescher auf, weil der ist fast voll. Und da springe ich da rüber. Ich muss die Kartoffelkäse mitbringen. Alter, ich muss sagen, zu zwei sind wir tatsächlich ich würde nicht sagen voll, ein bisschen überfordert, würde ich sagen. Wir haben viel zu tun. Ja. Es ist aber auch erst 10.40 Uhr, also ich glaube, wir kommen mit allem durch. Ja, glaub schon. Also ich bin mit 60 überfällt, ist das gesund für den LKW? Ja, das muss ab können. Das muss okay. Ja, das ist... Das muss ab. Ich hab's gerade ausgeschaltet, wie soll ich das ausgeschaltet? Ich muss sagen, für Feld 4, das war die 4, wäre, ich glaube, ein bisschen mehr Geld angemessen. Weil für das, was wir da schon Arbeitszeit investiert haben,
Und es ist gar nicht normaler schlau, den vorderen zuerst voll zu machen und dann den hinten. Oh, gut. Flo? Ja. Ich war jetzt einfach mal ein bisschen über eine Wiese, ne? Weil ich hab die Kurve nicht so ganz bekommen. Oh. Kein Problem, ist mir auch schon passiert. Die gute ich bin Kurve. Einfach gerade aufs Drücker geschossen. So, warte mal, wo ist denn der LKW? Belüstet, da ist kein Sound geil. Ach, da ist er ganz vorne, oh man. Aber das fährt sich schon wesentlich besser als wieder 3-Achse, muss ich sagen. Ja. Wesentlich besser. Ja, war das irgendwie so? Oh, nee. X. X war's. X war's, ja. Warte mal, ich muss wieder nicht zu viel. Ein wieder on the road. Und leider. Oh, ich geht. Stehen bleiben einfach. Über Motor aus, Handbremse rennen und weg. Außer du bist im Feld drin. Ich bin im Feld. Ich muss warten, bis der Kollege leer ist. Aber das müsste eigentlich schnell haben. Ja. Weißt du, das lohnt sich noch. Ich überhol mal, ne? Zack, das klingt so ding. Ich muss sagen, du kannst ja, wenn ich die Kartoffelchen weg hast, gleich die Zuckerrüben wegbringen. Das sind jetzt so 80% voll. Ein Hänger geht da noch. Ja, stimmt, einer geht noch rein, aber dann ist er voll. Da, Drescher. Wenn eine Lenkachse gut, ne? Bei dem Fliegel. Ja. Da würden wir, glaube ich, eindeutig besser dann um die Kurven rumkommen. Oh, das macht man automatisch mal. So. Hast du das recht? Ich hab noch nicht mehr. So. Das aber der entladet doch. Oh. Naja. Oh, entlad er doch schnell dafür, dass es ein Abschieber ist. Ja. Ich würde mal gleich mal kurz planen. Was wollen wir denn auf die Felder wieder draufballern jetzt? Mais. Dann richtig geile Häckselparty. Oh, also auf alles Mais drauf. Wir haben es schon. Ne? Ja, Sebi hat ja Zeit, habe ich gehört. Ja. Wollen wir es wirklich machen? Es wäre schon geil, so. Ne? Es wäre schon echt geil. Alter, unser also ein Silo wäre safe voll das oh, große ja. Bei der BGA. Aber ich muss sagen, es bringt halt wirklich saugut Geld, ne? Es bringt echt so gut Geld, ne? Also. Dann noch die Förderbänder kaufen, du. Ja. Ey. Ich bin noch bei der Kartoffel, ne? Ich mach's gleich. Achso. Als ob der. Ich habe jetzt 3000 Kunden. Audi, ich schaff's. Alter! Ich habe gerade gesehen, drifte schon rum und 42 rein. Oh nein. Och Junge, vielleicht das Auto bremst halt auf dich, ne? Nee. Der wird voll im Öre in den Hängerin. Die fahren stock mit ihren 50 km/h weiter. Wieso die nicht? Ob da was kommt oder nicht. Was nee. Doppelt oder fünfmal so groß ist wie sie. Ich habe das gesehen, wie du gerade abgekürzt hast, ne? Nein, das geht nicht. Ich überhole mal, ne? Du bist gleich bei ja, 4. Ey, ich hab keine Z, du. Da hinten müssen wir dann sehen. Ja, da hinten ist er. Jo. Jo. Der Hänger ist halt so quer gesteckt, wie so diagonal und um die Kurve rum. Jo. Oh, nein. Aber ja, was heißt nur Risk nur fallen? Lassen wir alles mit dem Eis vollballern. Ja. Ich glaube, Sebi wird sich freuen. Ich hab Bock. Ich muss sagen, ich habe auch richtig gut. Wir haben jetzt schon wieder länger kein Mais mehr gemacht. Oder was heißt Mais? Ich dresch gerade Mais, aber gehexen. Wo ist der LKW? Da. Einmal durchgetappt. Hoppala. Ich hab gerade geguckt, wir sind jetzt bei 14 also. Minuten. Ich dachte schon wieder voll weiter. Also was wolltest du sagen? Wie du gesagt hast, nur Risk, nur Fun. Mhm. Warte mal, die Zuckerrüben können dann normal zu BGA, ne? Alter, ohne Alra kommt der also ja. Null weg, ne? Wenn der hinten unten ist und voll. Wer der LKW? Ja. Ja. Gut möglich. Ach nee, ich bin jetzt hier. Ich muss sagen, einmal
mit dem Drescher von ganz oben nach ganz unten gefahren. Komm mal nicht weg, ne? Zu 75% oh, oh. Vorne. Oh, oh. Ja, nicht ganz. Schaffe ich so? Ne, wird es wahrscheinlich ganz hoch schaffen, weil wir sind wahrscheinlich dann bei 60% jetzt. Ah, oh, fast, das geht. Was geht denn da ab? Achso. Ich sehe ja nur links oben die ganze Zeit beim Case Puma. Die. Was helfe Arbeit doch hinweg blockiert? Das muss. Das ist der Puma. Das war ich. Okay. Weil momentan haben wir gar keinen Kartoffelhelfer. Wenn er abladen, ne? Also einfach die Zuckerrüben. Leute, es ja. kommt Geld rein. Boah, das wird wieder so viel Geld geben, ne? Die Zuckerrüben. Mhm. Also ich muss sagen, wenn man auch der Mais, der gibt auch richtig gut Geld. Pro Anhänger 25.000, das heißt, wenn ich jetzt beide Anhänger voll habe, 60 Kubik, 60.000 Liter. Das heißt, 50.000. Das gibt gut Geld, also da kommen wir locker auf die 220.000, glaube ich, mit den Zuckerrüben. Boah, wir brauchen aber 300 irgendwas. Silage gibt's bei unserer BGA 360. Zuckerrüben 460, 450. Aber wollen wir mal so ein wie zum Beispiel. Ey, Zuckerrüben gibt viel mehr bei unserer BGA als wie Silage. Echt jetzt? 450 Zuckerrüben? Silage 360. Ja moin, ich hab wirklich so. Warte, ich muss auch. Lass einfach alles mit Zuckerrüben vollballern, Heckler verkaufen. Alter. Oh. Ja, wenn das so ist, dann brauchen wir. Alter. Leck. Alter. Ah, kein Heckler. Ich bin doch schon unterwegs. Ich würde mal sagen. Also ich hätte einen Feldvorschlag, wenn wir eins kaufen. Geht los. Feld 8. Weil das ist schon eckig, das könnte auch ein Helfer betreiben, ohne Probleme. Wir haben keine irgendwelche Grünstreifen drin, es ist in Hofnähe. Also das ist das, wo wir schon oft mal reingefahren sind. Nein, wir ja. doch nicht. Oh, das war gerade richtig knapp, ich bin fast voll. Ich bin... Ja, Feld 8 ist echt schön eckig, da können wir wirklich einen Helfer schön anhängen. Mhm. Sorry, schon spät. Ja, no problem, weil da ist mein Fan. Ach nee. Komm, oh nee, oh nee. Ich muss was. Ich geh mal in Ansicht. Ja gut, ich muss jetzt zwei Drehschemel rückwärts rausschieben. Bis jetzt sieht es nicht schlecht aus. Ich sehe ihn nirgendwo rechts oder links überstehen. Und ich komme eigentlich schon rum. Sieht das Ganze aus. Boah, ein relativ akzeptabel. Ja, eine Pflanze leicht gestriffen, aber geht. Da vorne ist der Drescher. Ich habe inzwischen schon ein ganzes Stück weggeballert hier. Ja, hast du auch 12 Meter, Alter. Ja, geht dann schon was voran, ne? Warte mal, wie viel kostet dein Feld 8? 409.000. Das wäre zu schaffen. Oh, bin ich die gerade gefahren. Also es wäre möglich. Ist nicht eins von den allerteuersten, eins auch eins nicht von den allerbilligsten. Wäre mittelbares. Also Kartoffeln geben genauso viel, aber Zuckerrüben sind viel leichter zu ehren. Nee. Alter. Hoppala. Ich glaube, da vor der Anhänger ist gleich voll. Jupp. Machen wir da hinten noch ein bisschen was rein. Vorne machen wir Planer drauf. Aber es war schon Junge. Ein bisschen Video. Ey. Du bist halt einfach wirklich permanent am Abfahren, ne? Das ist krass. Ja, ich komm doch schon. Ich merke doch nicht die ganze Zeit. Eieieiei. Das ist
Alter, Zuckerrüben geht so krass was runter, das glaubst du. Wir brauchen so krass einen Vollernter, ne, das glaubt man nicht. Warte mal, also, ich will jetzt, also Ziel ist auf jeden Fall der, warte, ich kann mal kurz sagen, welcher. Wir haben doch der Europa Panther 2, der müsste ausreichen, ne? Der Europa Panther 2, den breiten Schneidwerk. Ja, genau. Das heißt, wir bräuchten, okay, also für Feld und Vollernter braucht man knapp 800.000. Ja. Das schaffen wir. Die Zuckerrüben geben einiges an Geld. Ja. Echt, und dann also wenn man so nachdenkt, wie viel wir das letzte Mal durch Silage bekommen haben. Ach, was waren das? Knapp 1 Million. Mhm. 600.000 und dann war da noch ein, also. Aber das Geld kriegen wir da schon eher schon Punkt Mitternacht, 24 Uhr, 12 Uhr. Ja und? Schlaf mal ein bisschen. Ja. Ich muss dran denken, dann, wenn es wird wahrscheinlich nie in der Aufnahme sein, einen Screenshot zu machen. Oder ein kurzes Video teilchen. Auch eine Möglichkeit. Alter, weißt du was? Ich hau jetzt einfach den anderen Drescher in den Helfer rein. Der Helfer, der macht es ja einfach nicht, ne? Ich hab. Der ist schon wieder voll, ne? Ah, hallo. Oha, hoppala. Muss sagen, ja, so das passt. So. Der macht das. So, ich habe jetzt in den Johnny Drescher auch einfach nochmal einen Helfer reingesetzt. Und dann kann der permanent da drüben weitermachen. Jo. Alter, guck mal kurz da links oben, jeder fährt 10 km/h für den Leuten. Wir fahren aber alle so 10 km/h. Oh nein. Bloß nur noch 9. Oh nein. Oh, jetzt heißt es zurücklehnen. Oh. Wenn ich das nur auch könnte. GPS-Kurs ab geht's. Er hat kein GPS. Stimmt, das ist ein Mietfahrzeug von Dingens. Da war was, gell? Ja. Wie macht der das? Ja, der macht, sticht mitten durch. Ich hoffe, der wird nicht voll. Und jetzt habe ich ein minimales Problem. Ey, jetzt zeige ich zuerst den Grimme ab. Wann kommst du an, Helfer A? Oh, so. Ja, aber Leute, wir sind für heute auch schon wieder fertig mit der Folge. Wir dürfen uns fürs Zuschauen bedanken. Der legendäre Spruch. Ein Däumchen. Was? Oh Mann. Ein Däumchen wäre ein Däumchen und kostet euch keinen Cent.
den roten Button unten bitte grau färben, falls noch nicht getan, Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst und das war's von mir. Ich gehe wieder zurück ins Studio. Hey, jo! ja, ist mir gerade aufgefallen, nur ich würde mich freuen für ein Däumchen, fürs Däumchen. Nein! Nee, hat er nicht gehört. Träumchen, wieso klappe ich jetzt zu? Das war ich auch nicht. Aber ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, wir hoffen es sehr, dass es euch gefallen hat, würde uns sehr freuen. Und ja, ansonsten sehen wir uns dann am Sonntag zu einer weiteren Folge auf der Gemeinde Radio. Und bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao, ciao. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast.